Ja, ich sage mal, heute zusammen, du hast den Crown Cast. Nur ich hab Casten. Das sind schon mal Daute. Gosche Cletus. Also. Heute zusammen, da ist Crown Cletus und Christy Macht. Willkommen im Crown Cast Nummer 2. Und heute haben wir den Special Guest, der Salty, dabei. Alle zusammen ist der Salty, a.k.a. Nemesis. Hallo Salty. Hallo Salty. Dann, ja voll, die anderen sollen doch auch schnell Hallo sagen. Mal schauen, ob wir das herbringen. Hallo zusammen, das ist Mari und der Jan. Ciao. Und es ist HD. Ciao zusammen. Hallo Welt, da ist der Screech. Hallo Screech. Guten Tag miteinander. Hi Screechy. Now we're with Colossal for the Crown Crew. Guten Tag Colossal Star. Ja, der Super ist auch da. Ja, das Swiss. Am Start. Bei dem Game. Ah, okay. Ja, das ist gut. Und zwischendurch ein paar Flame. Mhm. Nein. Ich kann nicht mal durch! Weißt du, jeder, der jetzt ein Headset anhat, hat irgendwie den Türschaden. Ja, du bist ein Rast, der ist und nach dem Block. Oh, ich kann Blitzschlag! Ja, das okay. Stimmt, das stimmt. Regel wäre im Game nicht. Aber das ist lieb, genau, merci. Gratulation zum Blitzschlag, der ist, oder was? Merci! Ich bin der 20. Cool, cool. Nein, weißt du, das Thema von heute ist natürlich GTA 5 zuerst. Und der Apnaui ist hier scheinbar richtig begeistert von diesem Game. Ja, ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja, sicher. Schon? Mm. Und auf was freust du dich am meisten, dass man drei verschiedene Charakter kann wählen? Nein, weniger. Ah, nein, okay. Nein, auf die Welt mehr, wie sie wieder gestaltet wird. Nach San Andreas Teilen und so. Ja, ja, voll. Vor allem wird es etwas grösser. Hoffentlich kann man auch online zusammen ein bisschen zocken. Mhm. Vor allem immer lustig ist. Wir sehen. Ja. Aber ja. Und der Salty, zockst du eigentlich auch GTA? Ja, ich würde jetzt mal sagen, das letzte Mal, GTA gespielt habe, war auf der PlayStation 2. Ah, okay. Aber seit ich eigentlich PS3 habe, ich bin wirklich. Jetzt die Let's Plays, die ich mache, sind so die einzigen Games-App, COD, die ich sonst zocke. Aber ja. Sonst bin ich einfach nur der COD-Gamer. Ja, voll easy. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber GTA habe ich eben auf der PlayStation 2 jetzt das Jahr schon gegeben. Mhm. Dann ist, glaube ich, San Andreas ist so das gewesen, was ich recht easy angefangen habe. Ja, genau. Das ist bis jetzt das Beste. Ja, das sehe ich aber auch so. Und du das Ding, Silent Hill, wo du am Zocken bist, das Let's Play. Schon noch hart, von dem ein Let's Play zu machen. Es ist schon noch, weißt du, ich persönlich, ja, so Horror-Sachen habe ich sehr gerne. Film und so, ja, ich finde cool. Es das Geilste. Und es macht mir auch nichts, wenn ich das schaue, weißt du, aber... Ja. Beim Game habe ich einfach gemerkt, wenn es Game ist, ist es schon ein bisschen etwas anderes. Also, ja. Es ist halt einfach so ein bisschen ein Suchen- und Finden-Spiel, wo du musst halt. Du hast nicht irgendwie einen genauen Weg, wo das, was du machen musst. Und darum, jetzt, was vielleicht auch noch ein bisschen etwas ist, wenn ich dort am Reden bin, bin ich immer so leise. Und ich finde, das macht es ganz auch ein bisschen spannend, weil wenn ich Silent Hill aufnehme, mache ich das immer so am Abend, also wirklich so um 12 Uhr Nacht, gerade so, wenn ich vom Bügeln heimkomme, wo ich bügle ja meistens bis um 10 Uhr. Ja. Und sonst, jetzt muss ich den wieder mal ein bisschen aufnehmen. Noch nicht alle Parts draussen. Jetzt kann ich dann die letzten zwei, die ich noch auf Lager habe, kann ich dann noch aufladen. Und dann muss ich den einen wieder zocken. Cool. Ja. Gut. Und es macht eben schon Sinn, dass man so im Dunkeln oder am Oben wenigstens spielt und das mit der Stimme finde ich eh cool. Ja, es macht es ganz ein bisschen spannender, gell? Also wenn du jetzt so ein Game am Namen spielst, sag jetzt mal, ist das Feeling sicher anders, als wenn es wirklich am Abend, wenn es ein Feister-Game ist, oder? Dann ist es das gleiche, wie wenn du einen Horrorfilm schaust, am Nachmittag macht es doch viel weniger, als wenn du am Abend reinziehst. Vor dem Schlafen einen Albtraum hast. Ja, voll. Ja, das ist gut. Und ja, wir haben sicher alle auch dein Video über das Black Ops 2 gesehen. Hast du mittlerweile noch ein bisschen weitergezockt, mehr gezockt, nehme ich an? Ja, wie gesagt, eben PS3 gestern am Nami ist natürlich, also respektive Mittwoch am Nami ist auf einmal gar nicht gegangen, oder? Online. Mhm.
Aber das hat sicher auch Zusammenhang gehabt, Mittwoch Nami, viel ist frei und wenn du die Weltkugel anschaust auf der PS3 im Black Ops Inn, ist Amerika eh orange komplett. Ja. Gut, und ich glaube eben nicht, dass das wirklich stimmt. Nicht. Also ich denke, es ist ein bisschen komisch, gerade zum 7. am Oben. Europa ist dann noch nicht so hell erleuchtet. Und am Morgen um 2 Uhr extrem hell und dann muss ich sagen, also die meisten gehen auch schon zur Arbeit am nächsten Tag. Also. Aber es ist auf jeden Fall geil anzuschauen. Ja, es ist voll easy. Das ganze Hauptmenü, wie sie es gebaut haben, ist übrigens recht geil. Sonst vom Black Ops, ja, viel verändert hat sich jetzt noch nicht. Halt einfach die ganze Zeit wirst irgendwo hinter einem Mäuerli angeschossen, wo du in die Decke gehst und einen Meter hinter einem Mäuerli verreckst. Wenn du den Killcam anschaust, bist du immer noch hinter dem huren Mäuerli und es hat sich gar nichts verändert in der Killcam, oder? Einfach auch das, was du in einem der letzten Videos angesprochen hast, einfach mit... Weißt du, auf einen schiessen, er dreht sich um, lädt ein paar Schüsse auf dich und du bist weg. Ja. Du bekommst die ganze Zeit Hitmarkers wie beim Gegner und wenn einer auf dich schiesst, fällt dir einen Schrott auf und dann bist du am Boden. Aber jetzt heute am Abend bin ich schon mal auch ein bisschen suchen spielen. Ich spiele ja hauptsächlich wirklich eigentlich nur suchen spielen. Aber jetzt am Menti, wo ich eigentlich auf Game zu Black Ops, ich hatte eben erst am Menti. Aber ich glaube, es ist auch vielen gegangen, so solchen, was von WoG haben. Zum Beispiel jetzt der Kollege, der hat es schon am Samstag gehabt, hat es auch von WoG. Ich habe es erst am Menti bekommen und der eine hat es erst heute bekommen. Ach sogar. Aber es gibt im Fall eine Erklärung für die, die es am Samstag bekommen haben, scheint. Ich glaube, es auch wie die ohne DLC. Ja, genau. Die englische Version bestellt haben, haben keine DLC bekommen und darum haben sie es nach 10 Steine günstiger verkauft und schon einen Tag früher verschickt. Und ja, das ist noch eine Obi-Geste. Aber es gibt auch noch anderes Zeug. Also jetzt einer, der so schon am Samstag gekauft hat, hat es Englisch, hat es für 69 Steine und hat es Knockdown. Das ist dann auch das andere, oder? Was, aber auch bei Vogue oder was? Nein, der hat es in einem Laden bekommen. Ja. Bei Alcom haben sie ja den Code schon auch dazugegeben. Bei der englischen Version. Also es kommt scheinbar ein bisschen auf den Lieferant drauf an. Englische Versionen gibt es ja zwei Versionen, musst du aufpassen. Es gibt ja die UK und die amerikanische. Die Alcom hat ja bei der UK den Code dabei gehabt. Und bei der amerikanischen aber nicht. Aha, wobei die amerikanische ja. Ja, wer ist eigentlich hier noch, der auf der PS spielt? Black Ops, der Swiss und der Screech, oder? Ja, ich noch. Ja, voll. Wie sieht es dir eigentlich so mit dem Game? Also, ich muss sagen, bis jetzt, es kommt sicher noch ein bisschen mehr. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht alles 100% aufgefahren und es wird sich sicher noch ein bisschen verbessern. Ja, das ist sicher so. Es ist wirklich noch lang draußen. Eben. Was mir oft aufgefallen ist, ich habe es ja relativ früh schon gehabt. Und am Anfang ist es schön gamen da am Samstag, Sonntag, jetzt wunderbar gelaufen. Aber wirklich, seit der offizielle Release war, ich denke, wir sind die Probleme mit der PlayStation früher die und so viel extremer geworden. Ja, dann hat man auch gemerkt, wir sind noch viel mehr online gewesen, weißt du? Da beeinflusst natürlich das Spiel auch. Ja, aber weißt du, das hat nie im Leben PlayStation. Ja, sicher nicht, aber. Das ist schon krass, ich habe Schwierigkeiten gekommen. Ja, das sicher. Das ist 2 Tage oder 3 Tage, das weiß ich gar nicht. Warum tut es der Konsole nicht gut? Ja, gut, das Eingefahren ist sicher nie gut, dann ist schon klar. Ja, musst du alles wieder herstellen nachher, also. Das kann ich nicht. Ja, das schon etwa 10 Mal müssen machen. So, jetzt mal schauen, es geht sicher mal eine Woche, bis die hauen, gut läuft. Ich denke, die hauen einen grossen Patch mal raus und dann. Ja, die Waffen müssen sie eh auch noch anpassen, ein bisschen, habe ich das Gefühl, sage ich jetzt mal. Wieso meinst du? Ich finde es eigentlich recht ausgeglichen. So. Aber jetzt zum Beispiel MP7 oder so, ich meine, wie die im MW3 war und wie es ist. Wenn im MW3, ich habe nicht huere viel mit der gespielt, aber ab und zu, also gleich in den Händen gehabt, weißt du? Und ja, dort hat sie auch mit Schalldämpfer hat die gleich immer noch huere gerissen. Und hier im MW3, im Black Ops 2, wenn du Schalli drauf tust, reißt sie fast nicht mehr. Wobei, es ist aber auch, glaube ich, so gesagt worden, dass der MP7 nicht mehr so stark soll sein wie im MW3. Ja, es ist immer noch ein MP, es ist kein verflickter Sturm, aber du auf die Map schießt. Ja, und eben auch, dass sie nicht mehr so viel Damage macht. Aber eben, wenn du Schale drauf hast und so, musst du eh fast vor die Seite kommen oder am besten von hinten. Ja, da ist auch ein MP, denke ich, dass Flink und Decken kann. Rushen ja, und.
Wobei ich habe jetzt die MPs eben noch nicht gross gespielt, aber allgemein habe ich das Gefühl, die MPs im Ding sind nicht unbedingt so gut wie im MW3. Das Problem ist die Waffe. Ja, das geht, Mann, hey. Die MSMC und Scorpion. Scorpion ist das schlechte Spiel jetzt auch gerade. Ja, Scorpion ist krank, aber echt. Ich verstehe, wenn es eine scheisse Connection ist, dann kannst du auf den Schüssen, dann fragt er einfach nicht, wie sie im Ding zeigt bei seinem Video. Kann ich mal schon etwas erzählen? Vierter. Haben Sie das Joy auch oder nicht? Nein, ich habe das überhaupt nicht. Ich sehe extrem, manchmal. Ach. Also ja, das ja. Sind, eben, es ist spielweise. Manchmal. Kommt, wenn ich. So habe ich das Gefühl, es geht meinen Gegner so, wie es mir vorne. Also, manchmal ja, genau. Geht es mir so und manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich mal am Reissen bin, dass der Gegner gleich geht wie mir vorne. Also es ist immer, manchmal habe ich das Gefühl, es ist immer ein bisschen ausgeteilt. Vor allem weißt, im Suchen und Zerstören, wenn du deinen Kollegen zuschaust, wenn du tot bist. Es ist sehr verschieden, weißt, die Leute von meinem Clan jetzt, ich weiss, wie der Skill von jedem Einzelnen langsam ist. Dann siehst du einfach manchmal schon im Ace Case, merkst du einfach, irgendetwas stimmt jetzt bei ihm nicht. Mhm. Ja, aber eben, das, nee, aber das ist einfach auch noch wegen der Server, wo die komplett überlastet sind. Ja, aber ich es gibt eben keine Server, weißt du? Es ist ja nicht wie ein Battlefield. Ja, es wäre viel geiler gewesen, so wie Black Ops 1. Das ist aber schon komisch. Es gibt auch schon irgendwie ein Gerät, das die ganzen Verbindungen koordiniert, aber eben. Das Game läuft ja immer auf einer Konsole von ihrem Game. Ja, wobei, so wie im Black Ops 2, so Server wären eben schon geil. Also auf dem PC habt ihr auch keine dedizierten Server? Ja, nice haben wir es auf dem PC gehabt, jetzt okay. Haben wir wieder Matchmaking. Ja, ja. Ich habe mich gewundert, wieso dass wir auf dem PC die einzigen gewesen sind, die im Black Ops 1 gehabt haben. Und offenbar haben sie das jetzt ausgeglichen, jetzt dort, obwohl eben Server wären viel geiler. Vor allem, was ich auf dem PC auch noch zu bemängeln habe, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wahrscheinlich ganz normal, aber bei uns auf dem PC kann man nicht über Steam joinen, so wie jedem anderen COD-Teil. Es gibt dort extra so ein Freundesystem und da musst du dort draufklicken und musst eine Spieleinladung anfragen und weiss ich, was alles. Okay. Bist du ein Armer, das müssen wir ja immer machen. Also hier auf der PS3, jetzt im Black Ops 2, muss ich sagen, ist es wieder gleich verschissen wie im 1. Wenn du deine Party bei der Fazenfähre auf geschlossen tust, du joint die ganze Zeit rein. Aber ja, das ist ja so. Dann im MW3 habe ich das besser gefunden, bist du noch reingekommen, wenn die einen eingeladen hat. Und hier kannst du einfach gerade, wenn du schauen kannst, jeden meiner joinen, jeden, der ein grünes Feeling gegeben hat, dem kannst du direkt beitreten. Gut, aber. Du kannst doch einstellen, wenn der darf joinen. Ja, 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 aber das musst du eben machen. Und er. Ah, okay. Aber ich finde es völlig überflüssig, weißt du, dass das überhaupt hier ist. Das kannst du entweder schließen oder das dann auftun und dass du einfach jeder rein joinen kann und dann kannst du gleich noch jeden einladen. Mhm. Der weiss halt nicht, im MW3 war das nicht. Du hast einfach einen eingeladen und dann ist es so gegangen. Wobei, wir haben jetzt auf dem PC auch gesehen, dass wir einfach Spiel beitreten und dann sind wir dann beitreten. Wir haben auch nicht irgendwie müssen zuerst eine Einladung anfragen. Ja, aber meine, ihr Party. Oh. Ja, wir haben es auf dem PC ja. Haben wir so, dass wir in der Lobby sind und nachher können wir dort einfach, also es ist so eine Lobby, vor dem Spiel suchen und nachher joinst du dort einfach, passt einfach rein joinen und nachher sucht der Host, also der Spielführer, sucht nachher ein Spiel und die ganze Gruppe geht in die Public Lobby. Ja, das Spiel ist auch so. PS3 und Xbox auch. Ja, also, könnt ihr dann nicht einfach jemandem nachjoinen? Das Problem ist, dass es noch gejoint wird, weil das Problem ist, dass es einfach ein Spam ist. Okay. Gut, auf der Xbox kann man sich eben als Ding so einstellen, dass man unsichtbar ist, dass man nicht sieht, dass man online ist. Ja, das ist schon. Gott sei Dank nicht. Ja, auf der PS3 kannst du nur nicht verfügbar, aber sie können dir gleich näher. Du kannst mit zocken und offline gehen. Du offline stellen, aber du kannst nicht zocken. Okay. Wenn du dich offline stellst? Ja, du kannst immer als Abwesen stellen und so, aber das Offline selber, so unsichtbar ist, das geht nicht. Wäre mir neu, okay. Im Fallfall kannst du ihn auch blockieren, dann joint er dir auch nicht mehr nach. Das ist gut. Hat jemand von euch schon mal so eine Escort-Drohne gehabt, die unter dem Boden rumgeflogen ist? Hat er das schon gesehen? Ja, gesehen, aber nicht. Ich habe so eine mal aufgelassen, so eine Care Package. Also meinst du jetzt so eine Dragonfly-Drohne oder was? Nein, der, wo hier wie der AH-6 kommt, ja, die ist ich mal gehabt. Und die beschützen, aber es gibt eben so einen Glitch oder Bug, wie man immer sagen, wo er dann unter dem Boden ist.
Okay. Und dann macht er das ganze Game lang fertig, wo er immer wieder zu dir kommt, wenn du spawnst, und er fickt dich wegen der Rotorblätter, dann spawnst du wieder. Ich mach mal das Video, klebt das. Ja, also mir ist das auch noch nie passiert, aber ich habe schon jenste Videos gesehen. Und dann ist schon ein bisschen schmunzeln, das ist also, noch hart, weißt du? Was ich persönlich recht überpowered finde, ist die VTOL-Einheit. Ich habe jetzt gestern ein Care Package aufgelesen. Ja, noch nie so einen im Care Package gekommen. Ist so eine drin gewesen und das ist einfach ein Riesenbeist. Also es ist jetzt wie immer wieder Chopper Gunner oder der Hyde ja, aus dem... Ja, aber die erreichst du ja auch fast nicht, Mann. Ja, aber... Sag sicher 13, schaffst du schon. Ich wie Hunde im Deck Ops 1. Sorry, das Gegner ist das Team, hat vielleicht so einen Pang einmal oder zweimal gehabt in diesen 200 Games, die ich jetzt schon gezockt habe. Aber auf jeden Fall, das Teil, das macht krank. Ich habe Abschüsse im Fall. Ich habe Minimum 20 Abschüsse gemacht dort, glaube ich. Ja, aber du hast es ja auch verdient, Mann. Also gut, jetzt im Care Package nicht ganz so fest. Wenn du es mit dem MB2-Chopper-Gunner vergleichst, wenn du mit dem mehr Kills gemacht hast, wenn du auf Nuke gegangen bist. Also es geht jetzt? Ja, mit dem hast du meistens auf Nuke, wenn du auf Nuke gespielt hast, hast du auf Nuke meistens gehabt. Ja, schon, easy Map aber das, ja, das ist eben, das heißt, schon noch ein bisschen auf die Map drauf ankommen. Kills gemacht und mehr. Ja. Sag mal, jetzt komm mal, du bist auf Wasteland oder so. Ja, gewesen, aber Wasteland. Dort hast du locker 30 Kills gemacht. Ja, oder 50 oder 100. Ja, du bist auf 11 gewesen, nicht auf 13. Ja, aber... Also VTOL ist überhaupt nicht okay, man. Also ja, schau dir mal, ja, ich kann mal vergleich mal Wasteland mit Hijack. Ja, logisch, kannst du nicht vergleichen, man. Ja, nein, Wasteland ist überall offen und Hijack hat auf zwei Seiten ein Gebäudekomplex. Ich hasse die Huren-Map, Mann, ich schwöre. Nein, die ist geil. Ich hasse die. Jetzt hat jeder eine andere Hass-Map, so ein bisschen, ja. Also ich muss so sagen, was ich noch recht funny finde, ist jetzt Black Ops 2 zum Beispiel, wenn du ein Care Package ja, blöd anrührst, hast du zwischendurch den Bug, dass dein Care Package einfach mal eine Runde das Trampolin in die Luft fliegt und ja, aus der Map rausspricht. Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist mir das ist richtig hart noch. Aber mir ist gerade noch so ein Gitter ist mir noch hängen geblieben, da konnte ich es noch holen, obwohl es schon Outmap war. Aber... Hure dreist, weißt du? Das ist aber schon geil, wenn es runterkommt und dann fliegt es wieder davor. Nein, du schaust so nach und denkst, hey, nein. Ja, ja, aber schlussendlich ist es so ein bisschen normal, sage ich ja, jetzt mal, ja, dass am Anfang ein bisschen... Aber dann kannst du so auf die andere Seite kannst so anschauen, wie so eine, ja, so eine Hersteller, ob sie sich wirklich können... Soll ich sagen? Weißt du, dass das immer noch passiert? Hm. Wenn bis jetzt hat es das jedes Mal gegeben. Am Anfang so viel nicht läuft und... Ja, ja. Gut, aber gut, ganze aber. Zeug spinnt. Ich finde jetzt, also ich bin schon froh, dass Black Ops 2 finde ich jetzt schon wesentlich besser steht als das MW3. MW3 ja, habe ich Katastrophe gefunden am Anfang, wo es rausgekommen ist. Ja. Das ist eben das Komische, dort habe ich zum Beispiel keine Probleme gehabt. Aber ja, auf der Playstation? Ja, beim MW3 habe ich keine Probleme gehabt. Aber es gibt eben, es ist huere komisch. Ja, zum Beispiel jetzt auch vom Clan Leute, ich kann immer gamen. Gestern bin ich vom Nami um 3 bis am Abend, weiss nicht wann, bin ich kein Game reingekommen. Aber gewisse Leute von Freundschaftsliste waren gleich immer noch online gewesen. Der Herrschaft, der Team, der Match. Viele haben immer noch einen Game, aber das ist schwer komisch. Wie meinst du, bist du nicht mehr Spiele reingekommen? Sind einfach Server down gewesen, oder was? Ja, bist du zum Beispiel eben auf Spiel suchen und dann Team Deathmatch und dann ist es vielleicht 2 Sekunden gegangen, jetzt sind das Hauptmenü rausgekommen und dann ist es gestanden, die Server, bla 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 bla. Ah, easy. Also, das komme ich mal schnell. Also, ich bin gestern mal noch in einem Game, oder? Ja. In einem Game? In einem Game so bin ich gestern mal noch. In einem Game. Und dann, jetzt kommt's, Mann. Der Glitch des Jahres, Mann. Erzähl. Also, wir sind in einem Game. Plötzlich sind wir in einem eigenen Spiel gewesen und es war online gewesen, oder? Jeder hat die Waffe können nehmen, die er im eigenen Spielmodus hat, also im privaten. Weißt du, was ich meine? Nein. Hm? Also, wie wenn du eine lokale Lobby aufmachst. Wie wenn ich eine private Lobby aufmache. Dort hast du ja. Stahl, hast du Klasse gemacht. Dort kannst du alles nehmen. Ja. Ja. Dann sind wir so in eine Lobby reingekommen und die sind mir alle notjoint. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Scheiß gewesen ist. Auf jeden Fall konnte ich mit der AK spielen, mit den Neuen da. Und ich bin erst Level 48. Ist ein bisschen komisch, oder? Ja, vielleicht private Hack-Lobby. Lobby online. Ja, aber weißt du was? Jetzt musst du... Meinst du nicht, du bist in der Liga rein gewesen? Ja, weil in Liga rein so kannst du darum auch alles nehmen. Mhm. Ich glaube nicht. Nein. Da sind noch hure viele drin gewesen. Noch andere Schweizer haben sich gewundert. Okay. Hoffentlich hast du es aufgenommen. Nein, eben nicht. Es ist in der eigenen Spiel, da hätte ich mir auf Aufnahme gedrückt. Ja. Ja, hast du nicht.
Hast du nicht den Kinomodus? Ja, den nimmt sie nicht auf, die eigenen Spiele. Also die du aktivieren. Daten. Eben, hätte ich mir so aufnehmen, aber das habe ich nicht gemacht. Ja. Ja, ja lustig, aber. Ja, für was ist eigentlich die Liga? Liga ist wahrscheinlich das. Eben halt die Liga-Spiele, die Clan Wars und so, kann man da nein, wir haben es gestern ein bisschen ausprobiert. Du wirst dann einfach nach 5 Matches wirst du immer beurteilt, je nachdem wie gut das bist. Und dann gibt es halt einfach wie so eine Rangliste. Und dann wirst du irgendwann mit reingeschmissen zu Leuten, die etwa gleich gut zocken. Und dann ist echt die Idee, dass man halt immer etwa gleich stark zockt und sich verbessert oder verschlechtert. Das macht Spass. Also ja, kann man 5-mal mit No Kills das Game beenden. Also es ist einfach so gedacht, dass du immer gegen gleich starke spielst, immer gegen Leute auf deinem Niveau sind. Ja genau, das ist die Idee. Swiss, also ich aber es gibt keine EPs, das Ding, gell? Es gibt 1000 EP, wenn du den Match gewinnst. Nein, 40. Aber sonst nicht, ja. Aber das macht, ist so. Macht das Zeug noch Spass? Also mir hat es ein bisschen weniger beschissen, dünkt, als einfach das Public Matchmaking. Tying ein bisschen. Keine Ahnung, ein bisschen ernsthafter gezockt oder so. Das ist ja auch nicht so viel rausgegangen. Aber dann regt man sich doch eher aus, wenn man so ein bisschen ernsthaft zocken muss. Und dann ist doch schon die Aggressionsgrenze ist dann schon ein bisschen tiefer. Rede ich nicht von dir. Gut, wir haben jedes Match gewonnen, von dem wir sich niemand von uns müssen nerven. Aha, es ist teambasiert. Ja, eh. Aha, ich habe gemeint, das sei so ähnlich wie frei für alle. Nein, es ist schon teambasiert. Aha, ist so ein Mousepit, oder? Mhm. Ist so ein Mousepit-Modus? Oder nein, ist zwei? Ja, es gibt zwei. Entweder 6 gegen 6 oder 4 gegen 4. Und beim einen Modus ist man auch noch ein bisschen eingeschränkter. Aber beim anderen kannst du alle Waffen und alles auswählen. Und es ist eigentlich nur eine gute Idee. Ja, ist schon chillig. Ja. Einmal ausprobieren. Empfehlen. Du, schlussendlich, das Beste ist immer noch ein Überlebenskampf. Ich finde einfach schade, hier im Black Ops 2, also so wie ich es miterlebt habe, haben sie eigentlich ein recht grosses Mut gehabt. Das Ganze ist aufgekommen mit Black Ops 2, dass der Zombie-Modus verdammt geil wird und dass sie sich viel mehr reinsetzen in den. Aber ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht, vor allem ja, die grösste Map, die du hast bis jetzt, ist Town. Nein, aber genau. Du musst eh Transit spielen, Mann. Ja, Transit aber, ist... Ja, aber ich check's... Warte, check's vielleicht nicht. Transit, irgendwie... Also, der Wally und ich haben die Erfahrung gemacht. Wir haben am Anfang einen Raum. Dann gehst du auf die Straße raus, dort ist der Bus. Nein, das ist einfach schon falsch. Warte kurz, der Bus fährt davon. Und nachher fährt er halt von Dörfli zu Dörfli und dann kannst du aussteigen, ein paar Sachen einsammeln. Und wenn du den Bus nicht mehr erreichst, bevor er abfährt, dann fährt er dir einfach gnadenlos davon. Nee, ja, aber dann kommt er wieder. Dann macht immer die Runde. Wie lange später? Ja, wie lange geht denn das, bis der wieder kommt? Drei Runden vielleicht. Ja, dann musst du nicht warten. Und schlussendlich im ersten Raum musst du schon mal dauernd Elektrozeug zusammenbauen. Ja, das haben wir gemacht. Bei der Farm hast du dann oben, in der Farm oben drin, hast du dann das Fenster für einen Bus, dass sie von oben nicht reinkommen. Ja. Also unten dran ist irgendwie so ein Rasenmäher und Leiter. Ja, Rasenmäher und am Traktor hat es auch noch irgendetwas gehabt. Ja, es ist auch nicht immer am gleichen Ort, das Zeug. Aber du musst alles an jeder Stelle zusammenbauen. Nein, das kannst du nicht. Ja. Du kannst schon immer nur eins haben. Ah, okay. Und aber das ist ja die Idee, Mann. Darum ist es ja auch so gigantisch. Du musst das rausfinden, du musst dann das Zeug zusammenstellen, irgendwann den Strom anstellen, dann kommt der Strom-Boss-Typ die ganze Zeit wieder und so. Ich denke, das ist schon das, was ich gemeint habe und nicht jede Map für sich allein spielen. Ja, ist schon klar. Aber weißt du, aber ich bin jetzt mehr der Wave-Reiser, weißt du? Ah, okay. Ich bin nicht einer, ich spiele auf Wave und Punkt. Und das vermisse ich jetzt im Black Ops 2. Ich meine, Kino, das war so geil. Ja, das stimmt. Du hast so viel können auftun, du hast so viel können machen. Und jetzt hier, die grösste Map bis jetzt ist Town. Dort hast du mal genau drei Türen, die kannst du auftun und dann ist es vorbei. Ja, das stimmt. Und da kannst du auch nicht so die Rape Trains fahren, oder? Und dann sagst du, es gibt einen hohen geilen easy Weg. Ja, zum Beispiel, hast du das schon gespielt, Town? Sicher mal durch gewesen. Also, jetzt bemeint der Raum. Wir haben Transit gezockt. Ja, wir haben Town schon gespielt. Also, heißt Town, Transit Map, bist du der dabei, weißt du? Ja, das ist das letzte. Ja, das darf die Town sein, ja. Wenn du jetzt nicht weiterkommst, dann hätte ich gestorben irgendwie, stimmt.
Aus nachher noch den Wind mitfahren. Fahren, dann fliegt es. Ja, so. Wir haben jetzt eine sehr easy Strecke, wo du laufen kannst. Eben dort, wo der Juggernaut ist, dort oben musst du auftauen und dort, wo die Kiste aus zwei zum Haus ist. Ah, auf dem Balkon, die oder nein, im ersten Stock, auf der Spitze, wo du dann kannst runterspringen. Genau, dann machst du eigentlich immer, gehst ins Haus rauf, gehst durch das Haus durch und kommst wieder runter, gehst über die Straße, gehst ins andere Haus, gehst rauf, kommst wieder runter und so kannst du die ganze Zeit 80 Säckchen, ist voll easy. Und wenn du nicht schnell Säckchen ist, hast du ja wirklich alle hinter dir im Haus hin, bevor du auf die Straße runter gehst. Hm. Aber was dort halt echt scheiße ist, ist das Feuer, gell? Ja, das ist so. Aber das Geile finde ich jetzt bei dieser Map ist der Grabstein. Ich weiß gar nicht, wie er heisst. Ur extra, der Grabstein. Hast du das schon gesehen? Ja, nein, schon gesehen? Noch nicht. Du hast 2000 Steine, wenn du verreckst, bleibt dein Grabstein dort und wenn du näher neue Wave ist und du wieder kommst, also wiederbelebt bist, kannst du in den Grabstein laufen, hast alles wieder wie, wo, bevor du gestorben bist. Jede Waffe, jedes Perk und alles. Kostet dir einfach 2000 Franken. Ah, okay. Wow. Aber das ist voll easy. Und wo gibt's also ich glaube ja Franken, eher weniger. Ja, hat einfach Geld im Spiel, hä? Ja, genau. Ja, voll. Und wo ist denn das? Das ist. Wie soll ich das sagen? Weißt du? Die Orientierung. Wenn du jetzt vor der Waffen-Punch-Maschine stehst. In dem Gang hinten dran links. Okay, ja das lässt. Such. Okay. Aber dann musst du auch zuerst den Strom anstellen, dass du das kannst brauchen, oder? Ja, klar, jetzt bei Survival, bei Transit schon, aber jetzt wird nur. Überleben du es dann. Ja. Hey, wie viel ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass, irgendwie, dass man direkt aus dem Bus irgendwie so kann schiessen kann? Weil bis jetzt haben wir ja nur so am Fenster können stehen. Und irgendjemand hat mal erzählt, dass man so direkt irgendwie so auf dem Bus oder so können schiessen kann. Du den Bus auf, ja, wenn du. Oder irgendwie so mit Minigun oder so können schiessen kann. Ja, das ist eben das. Das ist eben die Leiter und das hohe Fenster, das auf der Farm oben ist. Und es gibt ja auch noch so eine Pflugschaufel oder irgend so etwas ähnliches. Ja, voll, das ist Sache, aber ja, nicht mehr zocken. Ja, es gibt schon noch viele Ausdüffeln. Man kann ja auch durchs Maisfeld rennen mit Juggernaut. Und dann kommt man dort zur ersten Map, die es gegeben hat. Oder der Syndicate Project, der Typ aus England, der die ganzen Zombies spielt, hat das auch schon gezeigt. So ein Easter Egg auch. Also es hat schon noch viele Sachen versteckt. Ja, und vor allem siehst du ja schon, die vierte Map ist ja auch schon drauf, aber kannst du sie noch nicht nehmen. Schon? Ja, ist das echt die, oder was? Das ist Nuketown Zombies, glaube ich, auf der PS kannst du dich erstmal nicht einlösen. Nein, das ist nicht Nuketown. Nuketown, weißt du, ich hatte eigentlich Nuketown, aber die funktioniert bei mir noch nicht. Aber die musst du, wenn du auf die Weltkugel gehst, ist du Green-Zeug, wie das heisst, kannst du auswählen, oder eben eher überdrücken auf Nuketown. Aber wenn du bei Green bist, hat es ja die drei Maps. Und dann hat es unten links hat's noch eine, aber ich glaube, das ist einfach die eine, die kommt. Oder es hat vielleicht etwas mit dem Transit zu tun, wenn du irgendwie das durch hast oder so, dass die dann, dass du vielleicht dort musst beendest und dann hast du sie. Ja. Könnte eben auch sein, dass eben, wenn du das Transit richtig durchtockst, dann am Schluss auf einer Map bist, die du von Anfang an noch nicht hast. Mhm. Okay, dann bei dir Abmeldung immer, dass der Code noch nicht aktualisiert ist oder verbraucht ist. Bei mir? Ja. Nein, mein Code habe ich gekommen, der ist aktiviert. Also ja, ich habe es können abladen, aber... Ja, ich eben nicht, Nuketown kann ich nicht abladen, also vor allem Zombie-Map nicht, weil mir steht der Code ungültig. Also ich kann alles können abladen, so, Nuketown Zombie habe ich auch abgeladen. Aber ich kann es einfach noch nicht auswählen im Gaming, das ist das Problem. Abgeladen Hase, auch installiert, aber im... Also Multiplayer geht es, aber im Zombie geht es noch nicht, aber das ist ja ein europaweites Problem. Ja, okay. Ja, das kommt ja schon. Der hat auch einen anderen die Code eingelost, der Rupert. Nein, das Problem ist, ich habe es eben frisch gehalten. Ist ein bisschen komisch. Ja, das stimmt schon. Aber ja, jetzt so der Oberwahnsinn ist sie, glaube ich, jetzt ist ja auch zu klein. Du gehst schon auf der PS, oder? Ja, genau. Also du musst den beim 12-stelligen Code, musst du Bindestrich auch machen, gell? Ja, das habe ich gemacht. Gell. Gut. ich habe es auch nicht geschrieben und hat funktioniert. Da! Ja, man weiß ja nie, gell? Ja, ich weiß. Bist du sag mal, was so ein Giggly Swiss eigentlich wieder im Hintergrund, Mann? Ja, warte mal. Wieder so grusige Bilder rumschicken, dann. Wahrscheinlich. Von deinem Schwanz.
Ah, sauber. Also, dann denke ich, ist das gerade ein guter Zeitpunkt, um Tschüss sagen, VH. Der Crowncast soll seriös werden. Aber ja, genau. Und das Swiss wieder auf 6 Minuten. Scheiße. Sag mir doch jetzt noch einen Tschüss zusammen. Also, schönen zusammen. Merci für die Zuhause. Tschüss. Einen schönen. Einen schönen. Ciao. Ciao.